Ein tolles Turnier organisierte einmal mehr der UTC Amstetten. Bei der vierten Trophy waren gleich 30 Spieler angetreten. Rechtzeitig zum Finale waren auch wir vor Ort. Wir haben heute das Finale von der vierten Amstettener Tennistrophy gebaut bei Sportstadt Amstetten. Das ist ein ÖTV-Tennisturnier Herren der Kategorie 3, wo es um ÖTV-Ranglistenpunkte und um ein Preisgeld von insgesamt 1600 Euro geht. Für alle Tennisinteressierten ist super, wenn man sowas vor Ort hat und man kann eine Woche bestes Tennis in Amstetten genießen. Seitens der Organisatoren zeigte man sich zufrieden. Wir hatten 30 Nennungen, haben also einen 32er Raster gehabt, der leider nicht ganz voll war und wo die ersten halt ein Freilos gehabt hat. Wir haben aber insgesamt, glaube ich, 10 Spieler unter den Top 100 von Österreich gehabt und die zwei Finalisten, da ist der eine, der Patrick Hofner vom UTC Weidhofen an der Lips, ist momentan die Nummer 9 in Österreich und der Weidinger Dominik von der Sportunion Mauthausen ist die Nummer 17 in Österreich. Also durchaus ein sehr sehenswertes Finale mit wirklich zwei österreichischen Topspielern. Im Finale standen also Dominik Weidinger und Patrick Hofner, seines Zeichens Österreichs Nummer 9. Es ist immer wieder ein gutes Gefühl. Mittlerweile ist es schon das 60. ÖTV-Turnier, was ich in meiner Karriere bis jetzt gewinnen habe können. Aber es ist trotzdem immer wieder ein schönes Gefühl, ein ÖTV-Turnier zu gewinnen. Vor allem heute da vor der Kulisse war es besonders schön. Tut mir leid für Dominik, dass er da bei sich zu Hause im Finale zu unterlegen ist. Aber ich freue mich sehr, dass ich es gewinnen habe können. Und die Stimmung heute war super und es war lustig zum Spielen. Lokalmatador Dominik Weidinger kann aber mit dem Finaleinzug sicherlich auch zufrieden sein. Patrick Hofner wiederum konzentriert sich hinkünftig vor allem auf nationale Turniere, wie er uns verraten hat. Meine Ziele für die Zukunft sind, noch so viel wie möglich ÖTV-Turniere zu gewinnen. International habe ich meine Karriere mittlerweile schon beendet. Ich werde international nichts mehr spielen, ich werde noch national spielen und Meisterschaft spielen. Und da ist es das Ziel, so viele ÖTV-Turniere wie möglich noch zu gewinnen. Schauen wir mal, was die Zeit noch zulässt. Egal ob Tennis-Neuling, Wiedereinsteiger oder Profi, beim UTC Amstetten ist man natürlich auch jederzeit willkommen. Einfach vorbeischauen.